The Good Life, ein neuer Titel in unserer Simulationsreihe. Ein bisschen ungewöhnlicher Titel, bis jetzt nur meistens so technische Simulationen. Jetzt bereiten wir uns auch unser Leben als YouTube-Millionäre vor. Christian ist natürlich wieder mit dabei. Und ich freue mich, dass Martin auch wieder an meiner Seite ist. Und er wird mir gleich in meiner ersten Entscheidung helfen müssen. Denn wer sind wir denn überhaupt? Wir sind entweder Michelle Joyce oder Derek Hales. Wer wollen wir denn sein? Also wir sind der Typ mit dem fetten Tribal-Tattoo, oder? Ja, sind wir so ein ganz cooler. Ein super cooler. Bevor ich ihn wähle, ja? fasse ich vielleicht ganz kurz zusammen, worum es bei The Good Life laut Verpackung gehen soll. Was sagt die Verpackung? Ich lese mal ganz kurz den. Ist übrigens der Untertitel ist Leben im tropischen Paradies und machen wir. Bin ich schon mal dabei? Hinten steht halt drauf. The Good Life. The Good Life ist eine Open-World-Simulation in einer beeindruckend realistischen tropischen 3D-Umgebung. Na dann. Eine faszinierende Kombination der Gameplay-Stile Schiffssimulation, Management, Tycoon und jetzt aufpassen, 100% Spielspaß. Also nicht irgendwie 92 oder so wie GTA. Okay. 100%. Die GameStar-Skala ist durchschossen. Eine Villa direkt am Meer. Deine eigene Yacht, ein atemberaubender Sonnenuntergang, feine weiße Sandstrände und glasklares Meer. Lebe das Leben, und jetzt kommt es nochmal, von dem du immer schon geträumt hast, von auf deinem Weg zum Top-Dog der Region. Dieses zweite von ist da tatsächlich so drin. Super. Ich bin begeistert. Also jetzt wollen wir sehen, was hier wirklich Sache ist. Derek. Das ist ein bisschen komisch, warum sollen wir ihm denn jetzt nochmal einen Namen geben? Uwe. Derek Uwe Hayes. Jens Uwe. Oh, sieht schick aus da. Ja, ne? Sieht da nicht so schlecht aus. Könnte ich es wohl auch aushalten. Wir haben hier sogar noch die Wahl, wir können hier sogar noch mehr anmachen. Tiefenunschärfe, klar. Kantenglättung wollen wir auf jeden Fall haben. Wir können hier sogar uns aussuchen, wie soll es denn aussehen? Ach so, soll's so ein Post-Processing-Filter oder was? Ja, soll es hier so tropische Hitze sein? Soll es ein bisschen Filmatmosphäre? Oh, das finde ich ja cool. Oder soll es altmodisch sein? Ich finde die Filmatmosphäre ganz geil. Ich mache nochmal eine Malansicht und den Vergleich dazwischen. Ja, ganz nett. Ja, ein bisschen überstrahlt. Ist aber auch sehr überstrahlt. Ja, aber ich finde die Filmatmosphäre fast cool. Dann nehmen wir mal die Filmatmosphäre. Ja. Ist ja auch. Das ist ja der Punkt, an dem unser Leben quasi zum Film wird. Das kann nicht mehr lange dauern. Ja, und wir reden jetzt nicht von der tragischen von der Tragödie. Romantic Comedy. Genau. Neues Spiel. Jetzt reicht, jetzt wollen wir es sehen. Oh, Render-Intro. Naja. Da kann Blizzard nach Hause gehen. Ich bin schon zu Hause. Ich schlafe schon. Aber das sind wir jetzt. Ja, stimmt. Das ist wirklich so. Wir sitzen hier im Dunkeln, also zu zweit halt, aber das sieht so jetzt aus. Ja, zwei Leute zu rendern ist zu aufwendig. Wir haben auch noch kein Tattoo. Das fehlt noch. Wir sind auch fix und fertig. Ja, das stimmt alles. Fuck. Und so ein schönes Radio haben wir auch. Rechts ist auch wie so eine Art Excel-Tabelle offen bei uns. So sieht so ähnlich aus. Du bist Alleinerbe von Carpe Diem Boats, einem Bootsverleih, den dir dein Onkel auf der tropischen Yo-Yo Islands hinterlassen hat. Was? So eine Mail möchte ich einmal kriegen. Cool. Ist das unsere Ische, die zu Hause auf uns wartet? Ja, zu der werden wir aber nie wieder zurückkehren, weil wir jetzt. Wie bist du denn drauf? Du würdest direkt abhauen und die Alte zu Hause sitzen lassen, ja, weil die auch schwanger ist. Guck mal, die ist doch schon schwanger. Was gibt's? Pack unsere Koffer, wir verschwinden. Die gucke ich aber auch zu Hause gelassen. Packt unsere Koffer, wir verschwinden. Das klingt aber auch so ein bisschen nach dem Motto, ich habe hier Scheiße gebaut, wir müssen oder weg. Das wäre bei uns wahrscheinlich. Also packt die Koffer, wir müssen weg. Die Polizei ist schon unterwegs. Ich habe außersehen alle GameStar-Server gelöscht. Stattdessen ein Hakenkreuz hochgeladen. Schau mal hier, sind wir im Paradies angekommen. Du hättest die Frau zu Hause gelassen und wärst allein. Okay, du bist ja hart drauf. Guck mal, das Hotel dahin, das ist ja cool. Er hat auch eine coole Schulter. Also. Ja. Ja, hätte er mal das Boot festgehalten. Ja, davon haben wir jetzt wahrscheinlich Tausende von den Booten. Wir sind reich. Das ist die perfekte Startsituation die Auswanderer, oder? Dieses, ja, wir gehen da mal irgendwo hin in die Tropen und bauen da mal. Der Unterschied ist, dass die halt voll viel Geld haben. Nee, ja, eben nicht. Das ist ja der Gag. Hast du den Gag nicht gerade mitbekommen? Das ist der Gag von dem Spiel. Du fängst halt erstmal an mit so einem Schrottkahn. Da fuhr doch eben gerade die Yacht weg. Ach so. Und wir kommen da so an und denken so, oh geil, da die Yacht, das ist ja unser Boot. Und dann zeigt so. Diese Schrottkarre. Und dann fährt das Boot halt weg und das ist halt unser Boot. Ach, jetzt haben wir uns praktisch unser ganzes altes Leben weggeschmissen, ja. Weil wir denken, wir sind halt Carpe Diem Bootsverleih, reich ohne Ende. Wir und dann sind
Hat uns der Onkel nur diesen Scheiß hinterlassen? Der Flug dahin hat mehr oder weniger unser ganzes Geld gefressen. Nein! Gut, wir haben noch 4.000. Das ist wirklich, das ist jetzt Ach hier so. wie ja, Auswanderer, die Auswanderer. Das enttäuscht mich jetzt. Das ist viel zu nah dran an meinem echten Leben, diese Enttäuschung. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist halt alles hier Highlife. Und das ist jetzt aber eher so mein Leben, also diese permanente Enttäuschung. Wir brauchen auch gleich Hilfe. Brauchst du Hilfe, um den ersten Kunden an Bord zu nehmen? Natürlich brauchen wir Hilfe. Kommt man dahin. Ach, so. Ich habe mich so gefreut, jetzt auch mal ein spannendes Hyperion Leben. Turmhafen in der Nähe. Legen wir in diesem Hafen an, dort warten schon Kunden auf dich. Okay. Steuere dein Boot mit Pfeil oder WSD-Tasten, fahre die rote Anlegestelle vor dir an, linke Maustaste gedrückt, um die Kamera zu drehen, zum Zoomen. Mausrad, mit dem Mausrad kannst du zoomen und F1 bis F4 haben irgendwie verschiedene Kameraperspektiven. Durchschaut, mache ich mal kurz. F1 ist das, F2 ist das, ganz hin, F3 von vorne, F4 aus dem Kopf. Oh, das sieht aber auch cool aus. Lass mal die Grafik ist gar nicht mal so scheiße. Also jetzt von den Figuren schon, aber von dem Boot jetzt geht's. Ja. Also es fängt, wir haben immer andere Ansprüche, wenn wir Simulatoren spielen. Also wenn es natürlich ein Far Cry wäre, würde man hier abkotzen. Ja, aber oder Assassin's Creed 4 jetzt. Das sieht natürlich 1000-mal besser aus. Aber ja, irgendwie ist man bei den Simulatoren ja nicht viel gewohnt. Ich gebe jetzt mal volle Kanne Gas. Das ist auch viel einfacher als es. Wir haben gerade vorher den U-Bahn-Simulator gespielt. Da war es schwieriger zu verstehen mit dem Gas geben und bremsen. Aber und so. Ich finde das gerade viel intuitiver. Übrigens Hyperion Island oder so. Das ist die Gebäude sehr, sehr kurz. Ist auch die Soundkulisse gleich anders. Cool. Ah, okay, da war so, ich glaube, hier muss ich rein. Ein von 7 Sternen. Oder von 6. Ich weiß noch nicht, was es mit den Sternen auf sich hat. Das sind lauter Anzeigen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen werden. Wo ist denn das Handbuch von dem Ding? Jetzt versuchen wir erstmal anzulegen. Wir werden auch gleich nochmal drüber sprechen, was da überhaupt in dem Spiel so alles drin ist. Was hinten auf der Verpackung noch so an Features steht. Ich glaube, jetzt kann ich anlegen. So, warte mal. Achte darauf, dass dein Boot 7 Sekunden lang komplett in der Parkzone zum Stand kommt. Schaffst du das? Moment. So. Ist gar nicht so leicht, hier so rein zu manövrieren. Und jetzt kann ich, glaube ich, anlegen. Zack. Zack. Schau mal. Ah, cool. Gut. Ich hätte ja vielleicht noch einen Anker geworfen, nicht nur ein Seil unten ins Wasser rein. Ah, was soll's. Anliegetechnik 81%, Christian. Ansehen gestiegen um 5%. Nicht schlecht. Geht so, was ist da oben? Prima, dein Anlegemanöver war ziemlich gut und dein Ansehen ist um 5% gestiegen. Wir haben irgendwie mit irgendwelchen Bootslizenzen 91 Cent verdient und haben aber für Hafengebühren 126 Cent ausgegeben und sind jetzt irgendwie, haben 35 Cent minus. Aber das ist nicht gut. Schade. Aber Cent sind das auch nicht. Das muss auch was anderes sein, irgendeine andere Währung. Du hast jetzt einen Überblick über den Hafen. Einer der unterlaufenden Touristen, umherlaufenden, muss dein nächster Kunde sein. Das liest sich ganz schlecht lesen. Wahrscheinlich er hier, oder? Mit dem Mausrad zoomst du, halt die linke Mausrad, das hatten wir schon mal. Jetzt klicke auf die rotierende Sprechblase, um irgendwas zu machen. Ah, schau mal, das ist der erste. Guck, da gibt es 930 Tacken. Wenn wir ihn 15,8 Meilen weit bringen. Geschätzte Zeit sieht doch kinderleicht aus. Geile geschätzte Johnny Zeit. Johnny Ringo gibt es noch 1200. Kann man jetzt irgendwie auf die klicken, auf Johnny Ringo zum Beispiel, dann muss man anders anfangen? Das glaube ich. Das andere, die bei denen wäre die Fahrt teurer, weil die wahrscheinlich höher angesehen sind. Das sind andere. Ich glaube, nee, ich glaube, ich nehme die mal an, oder? Ja, vorher ist angeworben, hä? Okay, jetzt auch sehen wir hier. Wurden angeworben, verstehe ich nicht. Mein Ansehen steigt. Warum denn angeworben? Der macht doch was bei uns. Ja, wir wurden quasi angeworben als Fahrer. So, bringe den Kunden in weniger als 13,17 Minuten zum Hafen Taku. Mit der Leertaste rufst du jetzt halt das Menü. Ah, guck an. Wir müssen nach wohin? Taku? Tu mal ein bisschen raus. Moment. Du weißt, wo wir hin müssen. Haben wir hier ist dieser Pfeil. Wir müssen hier um die Zunge rum, oder? Wo sind wir hier? Taku? Ich sehe Taku nicht. Da oben. Da oben ist Taku. Dann fahren wir hier so rum, oder? Ja, genau. Um diese Landzunge jetzt hier rechts. Ich gebe mal volle Kanne Gas. Ach, schau mal, der sitzt da auch richtig drin. Guck, 12,5 Minuten haben wir noch Zeit. Oben links läuft die Sanduhr, siehst du das? Mhm. Und nicht ganz links, aber oben rechts. Schau mal, was ein geiles Gebäude hier ist. Habe ich vorhin schon gesehen, das Hotel ist der Hammer. Also da werden wir noch eine Weile nicht. Hotel zu verkaufen, dieses Gebot innerhalb von 7 Sekunden klicken. Ah, dann könnte ich hier Grund kaufen, kann nicht ich aber nicht, ich habe nicht genug Geld. Guck, jemand anders hat 12.000 geboten. So viel Geld haben wir nicht, wir haben knapp 4.000. Oder das ist ja gar nicht so schlecht, wenn du 12.000 schon ein Hotel kriegst, bestimmt auch voll die Bruchbude. Aber hier dürfen wir nicht rein in diese komische Zunge. Nee, geradeaus und dann genau, da rechts. Fahren wir da vorne dran vorbei. Ich guck mal jetzt eben noch auf die Karte, auf die Packung.
Ja, was gibt's denn? Da steht so? Features mit einer Flotte von Luxusschiffen, die zu deiner Verfügung stehen. Luxusschiff wie das Ding hier übrigens. Erfüllst du verschiedene Aufträge auf ultrarealistischen tropischen Gewässern, um ein Vermögen zu machen. Das sind hier übrigens die ultrarealistischen tropischen Gewässer. Also, wenn ihr eine Postkarte da mal von da schicken würdet, es würde 1:1 so aussehen da. Würde keiner merken. Nee, würde keiner. Ist ein Live-Mitschnitt hier. Ich bin ja Experte eigentlich. Ich war ja schon in der Karibik und in der Südsee. Ja. Kenne mich praktisch aus. Der Mann hat's. Tja. Aber ich bin auch solche Schiffe. Ich glaube, 50 von diesen Häfen gibt's in der. 50? Bist du bescheuert? Es ist wahnsinnig fummelig, diese Karte zu bedienen. Also, es geht ganz langsam. Man sieht das schon beim Zuschauen. Ist das schon. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen welliger hier, der Seegang. Ja, es ist ja auch. Kommen wir ein bisschen aufs offene Meer. Also, offene Meer wird ja jetzt nicht mehr so geschützt halt, ne? Ich kann ja mal. Dieses Menü hat ja noch mehr Optionen. Da kann man jetzt hier zum Beispiel auf Wetter klicken. Du näherst dich deinem Zielhafen, fahre zur roten Anlegestelle um Lima-Hafen. Aber hä, warum ist denn jetzt Lima-Hafen in der... Hä, was ist denn das jetzt? Was denn? Jetzt soll ich auf einmal zum Lima-Hafen fahren. Kannst du auch wieder die Mission angucken? Der hatte doch mich woanders in geschickt. Kannst du die Mission angucken? Das oben leuchtet doch auch auf der Karte, oder nicht? Ja, deshalb. Deshalb war ich jetzt ein bisschen irritiert. Ich fahre jetzt trotzdem mal schnell zu diesem Lima-Hafen. Der hier, vielleicht kann man noch jemanden mitnehmen einfach. Warte mal. Info. Der Lilimar, oder wie heißt der recht? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, also das hier kann ich alles noch nicht klicken. So noch nicht. Auf der Packung steht übrigens noch, was du eben gesagt hast, mehr als 50 Häfen. Oh, das ist ein Fisch. Ah, schau mal. Ach, guck mal, das ist ein Delfin. Der springt sogar richtig. Wir haben ja auch schon gewonnen jetzt hier. Ah! Ja, es geht noch. Ah, nee, okay. Puh. Ah, da sollen wir rein. Okay. Moment, dann fahren wir da mal hin. Realistische Wetterbedingungen und 24 Stunden Tag- und Nachtwechsel hat das. Wenn du es zum Meisterskipper schaffst, kannst du 6 verschiedene Schiffstypen beherrschen. Man kann auch wertvolle Schätze in den Tiefen des Meeres suchen. Man kann Menschen vor dem Ertrinken retten. Piratenangriffe gibt es auch. Oh, cool. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Man kann übrigens nochmal reich und berühmt werden, steht hier nochmal. Damit du es nicht vergisst. Für alle Fälle. Mit unseren Einnahmen kann man ein Wirtschaftsimperium aufbauen. Man kann halt entweder halt so. Sonnenliegen verleihen, vermieten, Strandhäuser haben, Restaurants, Villen, Hotels. Wir haben angelegt. Krass. So, und jetzt? Zwar am falschen Hafen, aber... Kunde so, von Bord gegangen. Diesmal hast du nichts verdient. Hä? Aber falsch gefahren sind. Aber... Wir wollten ja nicht aussteigen. Das war doch das, wo er hin wollte. Nein, das Tuka. Ja, aber warum steigt er sofort Tutorial, aus? Das Tutorial hat mir gesagt, dass ich da anlegen soll. Schauen wir mal, was der will. Was will der? Wo will er hin? Schreibt er nicht. Ich fände, ja, würde uns dann schon sagen. Da oben, doch, Zielhafen, Turtle Bay. Das machen wir jetzt, aber ich will jetzt noch was schaffen. Moment, warte mal. Wo der will nach Taku. Nee, nehmen wir trotzdem mit. Die ist auch kürzer. Wir wollten immer nach Taku, genau. Na gut, eingestiegen. Frauen sind jetzt nicht so hübsch in dem Spiel. Nicht so wirklich, da waren die im London ja. U-Bahn-Simulator. Hübscher. Wie hieß der richtig? London Underground Simulator? Ja. Da waren die hübscher, ja. Es gibt in London auch durchaus hübsche Frauen. Ja, das würde ich auch nicht bestreiten wollen. Ach, schau mal, hier steigen die anderen dann auch irgendwie auf. Nee, Johnny, es gibt 9 NPCs, gegen die man antritt. Ah, okay. Also die jetzt agieren anscheinend gleichzeitig auf dieser Welt für sich alleine und wird zu viel bummelt. Wir haben hier noch mal andere Sachen. Was hat Taku. Taku, okay. Da oben. Diesmal fahren wir wirklich hin. Das blinkt auch. Wir können hier ein bisschen schauen, wie das Wetter wird. Ah, guck mal, kommt auch Sturm auf. Aktuell um 13 Uhr, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Platzierung, dann sieht man, wo die anderen stehen. Johnny Ringo geht voll ab, ne? Derek Hales. Warum sollte man den Namen eingeben und dann heißt er doch? Komisch, oder? Im Moment geht es aber nach oben. Der grüne Pfeil zeigt nach oben. Ja. Und man weiß, Don Fanucci. Der Don steigt ab. Den Don kriegen wir, oder? Ja. Klar. Wird er uns wahrscheinlich irgendwie deinen Pferdekopf ins Bett legen. Was sind hier für billige Klischees? So, was haben wir hier? Grundstückbesitzer. Achso, wenn wir jetzt ein Hotel gekauft hätten, dann hätten wir jetzt irgendwas gehabt, oder wie? Na, schau mal. Manche haben schon voll was. Irgendwo soll das Geld ja reinstecken. Der Johnny Ringo, ne? 17%. Der hat schon ordentlich... Ja, wer so einen Namen hat, der hat was. Hier, Bungalow zu verkaufen. Ja. Das können wir kaufen. Ja, mach. Ja. Gekauft. Ja. Mein Ansehen steigt, geiler Scheiß. Schauen wir mal, Moment. Da ist er. Da müssen wir nachher mal hinfahren. Cool. Von wegen so Good Life, das wurde mir was ganz anderes versprochen. Jetzt muss man hier doch noch arbeiten.
War volle Kanne, oder? Was ist das für ein Leben als YouTube-Millionär? Ich weiß ja nicht. Wann gibt es eigentlich die Simulation? Da sollen wir auf jeden Fall hin. Dann machen wir das mal. Also, es sieht ganz nett aus jetzt so mal. Ja, ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, momentan bin ich ja so heiß dann doch auf das Assassin's Creed Black Flag, auf diese Seefahrten. Weil das so gut aussieht. Also, wenn da die Wale dann rumspringen und man tauchen gehen kann. Mhm. Das eigentliche Assassin's Creed Gameplay finde ich ja inzwischen, ehrlich gesagt, so ein bisschen gähn. Ja, aber so das mit den Schiffen ein bisschen rumfahren, das hat was. Ich mochte ja auch Pirates total gern. Das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Myers Pirates, das super. Das war ein geiles Spiel. So, ich habe mir letztens den Podcast von Stay Forever angehört. Das sollte man eh immer machen. Ja, ist immer eine gute Idee. Ich höre den mal bei der Fahrradfahrt ins Büro. Ich habe jetzt angefangen, auch manche einfach nochmal zu hören. Ja, ich bin ja so ein Depp, ich vergesse ja alles. Ja, so. Ich kann mich nochmal anhören und merke es kaum. Bin jetzt so, manchmal merkt es ja wieder so, zweiten Durchlaufen. Aber das kann man auch gut machen. Das Schlimme ist, man kriegt dann auch immer sofort Lust, die Sachen zu spielen. Ja, das macht sofort gedacht, oh ja, spiele ich Vampires. Oh, Vampires ist aber auch so ein geiles Spiel. Hast du das mal gespielt? Das, ja, klar. Das Bloodlines ist so Zack. Gut. Und angelegt wird hier. Passend zum schlechten Wetter legen wir hier an. Fängt schon an zu regnen. Muss ich noch hier einkaufswerfen? Ah, guck. Und fett verdient. Ja? Cool. Oh, guck mal, eine Schau mal, lauter. Setz dich mal zu den Mädels da. Lauter Aufträge. Ja, meinst du, die wir uns in der nächsten Mission mal anschauen, was es mit Schatzbergen auf sich hat, mit Rettungsaktionen, mich mit Tauchen vielleicht. Schauen wir mal, was da so geht. Ich mich in der nächsten Folge zu den Mädels setzen, mit den Eis essen. Oder was geht, wenn man sich zu den Mädels setzt? Das ist halt die Frage, was Eis geht. Zu essen, genau. Also was geht, sehen wir in der nächsten Folge. Im Good Life. Bis dann. Tschüss.